Sophia, wo ist jetzt eigentlich der Magen? Ist das jetzt alles zusammengedrückt oder? Der ist in der Brust. Drückt oder? Der ist in der Brust. Sophia, wo ist jetzt eigentlich der Magen? Ist das jetzt alles zusammengedrückt oder? Der ist in der Brust. In der Brust? Das ist so eine Technik. Nein, nein. Mein Arzt hat so einen Zugang gemacht zu den Brüsten. Immer wenn ich eine Corsage trage, dann geht das so nach oben. Aha. Die eine und die andere, also ziemlich gleich sogar, weil da noch so eine Mitte ist, die das trennt im Körper. Ach so, ja, okay. Wenn du wirklich, wirklich, also jetzt ohne Scheiß, wenn du wirklich dich operieren lässt und dir die Rippen rausnehmen lässt, dann kann der Arzt hier so einen Zugang machen. Und dann, wenn man isst und trinkt, dann geht es halt in die eine und die. Es kann natürlich sein, dass im Laufe des Tages oder des Abends, dass die eine Brust größer wird als die andere, weil das dann vielleicht nicht so gut funktioniert. Das muss ich erstmal ein bisschen eingrooven. Ja, also Sophia hat uns die Neuigkeit erzählt, dass unabhängig von allem anderen sie sich einen Organaufzug hat implantieren lassen, wo sie tatsächlich jetzt die Nahrung in den Brüsten hortet. Spektakulär. Das ist der Burner. Je mehr sie isst, je größer die Brust. Unglaublich. Jawohl, seit diesem kleinen chirurgischen Hilfseingriff, um der unperfekten Natur ein wenig unter die Arme zu greifen, fühle ich mich manchmal sogar fast glücklich. Aber so ganz als Frau, wie die Braut von Frankenstein. Ganz natürlich, wie der liebe Gott mich geschaffen hätte, wenn er ein perverser, geisteskranker alter Lüstling wäre. Oh, also das ist echt der Burner. Und sag mal, du siehst ja jetzt aus wie so eine Sonnenblume mit so dickem Kopf, wo gleich in der Mitte der Stängel abknickt. Ne? Wenn du jetzt Magen-Darm hast, dann quaddelt dir die Jauche in die Titten oder was oder wie. Ja? Nee, ich hab ja weder Magen noch Darm. Ich hab nur noch Brust. Oh, Robert, das will ich auch. Diese ganze Körperei braucht doch kein Mensch. Ich bin eine Frau. Ich will auch nur noch Brust sein. Ja, was? Da hab ich ja wohl nichts gegen, hä? Die alte Leder-Couch-Visage geht mir schon lange auf den Sack. Und das ganze Gebamsel drumrum kannst du dir von mir aus auch in den Hintern schieben. Hä? Wir rufen den Antonio an, der auf der Yacht den Treppenlift gemacht hat. Der legt dir den Aufzug in die Euter, dann kurz zum Schönheitsabdecker. Und wir machen aus dir ein paar Hupen mit Beinen ohne Kopf. Da ist uns doch allen geholfen. Oh, Specklack. Gut, ja. Super, oder? Operieren geht über Studieren, sag ich immer. Und es macht so happy und gesund. Ich kann gar nicht verstehen, dass so viele Leute noch so kacke rumlaufen, wie sie geboren wurden. Also mit allen Knochen und Rippen und dem ganzen Blödsinn. Wo man sich doch heute so umbauen lassen kann, wie man möchte. Ich sehe mich als ersten menschlichen Titten-Transformer. Robert, das ist der Burner. Ich will mega Möpse und einen Riesenarsch. Dann werde ich Carmen Kardashian. Jetzt mal Butter bei die Glocken, Jewöllersheim. Wenn du jetzt dann einmal Spaghetti Bolognese und ein paar Buletten frisst, dann schwellen dir die Bollermänner oder wie. Oder? Quatsch. Magen in den Brüsten. Ey, das geht doch gar nicht. Wie dann müsste ich ja immer pupsen, wenn einer auf den Nippel drückt. Ach so. Nein, nein, nein. Das war doch nur Spaß. Ich hab euch veralbert. Ich hab mir das Gehirn rausnehmen lassen. Deshalb ist der Magen jetzt im Kopf. Und ich muss nie mehr auf die Toilette, sondern kann verdauen, indem ich ganz viel Scheiße laber. Boah, das ist meine Traumfrau. Ich glaube, ich habe mich verliebt. Spektakulatius. Schönheitsoperation Botox ist heute so, wie wenn du in den Bäcker gehst und dir 5 Semmeln kaufst. Mit dieser Einstellung ließ sie sich vor allem überschüssige Haut wegoperieren, nachdem sie 60 Kilo abgenommen hatte. Patricia wurde mit Hilfe des Skalpells zu einer neuen Frau. Ich habe ja diesen Bodylift gemacht. Und das war dann hier so rum, der Schnitt. Das geht dann so hinten so. Dann habe ich in den Innenschenkeln hier, hat er das auch aufgemacht. Und dann zieht er das halt so nach oben. Was ich mir dann so gegönnt habe, war noch meine Nase. Die habe ich ein bisschen so stupsiger gemacht. Die hingen halt so runter, die Arme. Crazy. Der Wert der neuen Patricia rund 50.000 Euro. Oha, 50.000 Euro ist also der Netto-Fleischwert der neu zusammengenähten Blanco-Tochter nach der Marathon-Renovierung. Hm, nicht billig, aber als einfacher, nicht operierter Mensch war sie dann also anscheinend so gut wie nix wert. Hm?
Also zumindest nicht für die menschenfreundlichen Boulevardbestien der trivialen täglichen Titten-Themen-Telejournale wie TAF, die mit diesem informativen Bericht viele spannende Fragen aufwerfen. Zum Beispiel, warum lassen sich Menschen derart bescheuert beschneiden, zersägen und wieder künstlich zusammenkleistern? Glauben die wirklich, dass sie durch Arschfettabsaugung oder Zinken zurechtrückung interessantere Menschen werden? Oder hoffen sie, dass vielleicht ein Arzt beim Schneiden unter der Achsel zufällig die verlorene Seele findet? Wo haben all die Botox-Bitches, Lidlupf-Luder und Riesentittentanten überhaupt die Kohle her für die kostspieligen Körpersanierungen? Wer von den endlos umoperierten idiotischen Instagram-Ischen ist nach ihrem krankhaften OP-Abo je wirklich glücklicher geworden? Und wieso berichten diese ganzen schäbigen Scheißhausmagazine überall und andauernd über diese lebenden Baustellen der Blödigkeit, bis alle jungen Mädchen glauben, es wäre wirklich das Natürlichste der Welt, sich vom Model-Metzger schön schlachten zu lassen. Das ist es nämlich nicht und kann nebenbei auch ganz schön in den Schlüpfer gehen. Die Brustwarzen der 45-Jährigen sind nach einer Busen-OP abgestorben. Verzweifelt wendet sich Patricia Blanco danach an einen neuen Arzt, von dem sie Hilfe erwartet. Dr. Wolfgang Hecker sagt, dass er mehrmals im Jahr solche Fälle operiert. Die Brustwarze war während oder nach der Operation bei dem Kollegen vermutlich nicht gut genug durchblutet, starb deshalb ab. Aber warum sagt man das Patienten nicht vor dem Eingriff? Das riecht auch so übel. Das möchten die Leute nicht gern hören. Wissen Sie, die möchten nur schöne Sachen hören. Und wenn man das dann mal zeigt, was wirklich passieren kann, ja, dann kriegen sie alle einen Schreck und Schock. Es ist ein Zufall, dass Patricia auf dem Flur der Klinik die rund 20 Mal operierte Sophia Wollersheim trifft. Sie kommt gerade von einer Augenliderstraffung direkt aus dem OP. Patricia zeigt ihr den verpfuschten Busen. Der Trost der Kunstfigur ist so bizarr wie das Zusammentreffen selbst. Du weißt ja, gefischt wird heutzutage in jeder zweiten Klinik, ne? Ja, das weiß ich nicht, das wusste ich nicht. Aber du bist auch schon sehr naiv und geizig. Ich meine, nur 50.000 Euro fürs Beauty-Touch-Up. Also da muss man sich auch nicht wundern über Pfusch an der Titte. Naja, es hat halt nicht jeder so einen abgeranzten Bordellbesitzer als Sugar Daddy, der einem unten die Kohle in den Hintern schiebt, damit oben die Milchtüten zu einer ganzen Molkerei aufgepumpt werden. Also erstens, keine Späße über die Okolytengröße. Ja, dafür gibt es offizielle Bezeichnungen. Erst hatte ich hier Schulglobus, dann Medizinball und diese hier nennt man Godzilla-Hoden. Ja. Und zweitens, mit dem kleinen Puffschlumpf bin ich ja gar nicht mehr zusammen. Die neuen OPs löhne ich alle aus dem eigenen Portfolio. Echt? Du hast doch mehr Baustelleneingriffe als das Entrauchungssystem des BER. Wie kannst du das denn alles bezahlen? Arbeitest du etwa? Arbeit? Der war gut. Nein, natürlich nicht. Ich meine, als was denn wohl? Es gibt doch kaum noch Geisterbahnen. Nein, ich lasse mich einfach wöchentlich operieren und verkaufe dann die Story an all diese Trash-Tratsch-Magazine für Doofe. Außerdem habe ich eine Standleitung in jeden Schamlippen-Schnippelschuppen in Europa. Und wenn irgendwo ein Halbweltpromi mit Kamerateam rumläuft, ja, zack, bin ich zufällig auch da, so wie jetzt. Ach so, wegen der Augen dachte ich schon, du hättest angefangen zu boxen oder so. Nein, nur nicht aufgehört zu Botoxen. Ja, eben hatte ich gerade eine Augenlidertransplantation und später lasse ich mir noch 6 Rippen rausbrechen, Kleinhirn abpumpen, Kimme auswuchten und die Wirbelsäule ausdünnen, ja. Mein Rücken sieht manchmal so dick aus, wenn ich Arsch-Selfies vor dem Spiegel mache, weißt du? Okay, da habe ich mit meiner Nippel verwiesen. Ja, fast schon Glück gehabt. Was? Ja. Brauchst du neue? Ich habe auf meinen Euterflächen so viel Platz. Ich meine, vielleicht kann ich da ja welche züchten. Oder wir fragen Dr. Frankenstein einfach, ob er die toten Knubbel wieder zum Leben erwecken kann. Die Damen von Burg Schreckenstein. Was kann ich denn heute für Sie tun? Fußsohlenverjüngung, Schamhaartransplantation, Polochbeleuchtung oder einfach neue stramme Schenkel oder frische Ärmchen ohne Fleischfladengelabber?
War gerade Happy Hour in der Leichenhalle. Haben Sie vielleicht eine Tüte Brustwarzen? Ich nehme auch gebrauchte. Also ich würde ja das Kadaverkörbchen auch gern noch mal durchforsten. Ich meine, vielleicht könnte ich ja noch zwei Bampalunis auf dem Rücken. Oh, Vorsicht, nicht so doll nur auf eine Brust legen. Das gibt ein Übergewicht. Nicht. Oh. Ups. Naja, sowas passiert öfter, aber das will ja vorher keiner hören, nicht wahr? Kann man das kleben? Das kriegt mein Assistent Dr. Igor schon irgendwie wieder zusammengelötet. Oder ich verkaufe die Einzelteile an die Freakshow-Ecke bei Körperwelten, nicht? Ja, für die Hundefutterfabrik sind einfach zu viel ungesunde Sachen drin, nicht?